Pass auf, ich hab dir auch was mit, aber damit ist unsere Aktivität. Ich habe 14 namhafte Leute als Politik vom Bundeskanzler angefangen, über Vizekanzler, über Präsidentin des Nationalrats, über Bundesministerin für Inneres, über Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Direktor des Bundeskriminalamts, Bundesamt für Verfassungsschutz und Terroristenbekämpfung, Bundesamt für Korruptionsprävention, Bundesministerin für Justiz, Leiter der Strafrechtssektion, Bilnacek. Dann Clubobmann, SPÖ, Charlie. Ist ja nicht Doktor, der Bilnacek. Nein, ist glaube ich Magister, der ist nur Magister. Dann Kohl. Könntest du, solange es dir das lässt, in 3 Minuten sagen, wie das passiert ist? Du bist zu Hause gewesen, bist verhaftet worden, bist in weiterer Folge nach Äußerung der wahrscheinlich Beschwerden dann hierher gebracht worden und dann gleich besagt, das ist ganz, ist nach 8 Monaten, nachdem du diesen Vorwurf am Telefon erhoben hast, passiert und wenn ich richtig gehört habe, bist du auch besachbehandelt worden, untersucht worden, ohne dass du dabei warst. Nach Gutachten. Kannst du das mit eigenen Worten sagen? Ja, das kann ich sagen. Die Besachwalterung. Sag mal, wer du bist und was los ist. Mein Name ist Anton Gewitzberg, ich bin Techniker und derzeit Patient im Wagner-Jahre-Krankenhaus in Linz auf Grundlage einer Besachwalterung und eines Haftbefehls. Die Sache ist die, dass der Gutachter Dr. Diabel kein Gutachten erstellt hat im herkömmlichen Sinne, sondern uns durch meine Lebensgefährtin und mich durch die Polizei vorführen ließ und dort im Beisein der Richterin dann etwa 7 Minuten an Fragen an mich gestellt hat, die ich verneint habe, da ich sie zufolge des Mandates der Schwedenkinder über solche Dinge keine Auskunft geben darf. Diabel hat dann ein Gutachten erstellt, das mir bis heute nicht zugänglich ist. Angeblich existiert das und auch darauf erfolgte die Bestellung eines Sachwalters, der wiederum zum kriminellen Netzwerk im regionalen Bereich Vöcklabruck-Monse gehört und sozusagen keine Liederlichkeit ausgelassen hat, um unsere Existenz, also die meiner Lebensgefährtin und mir, zu vernichten. Das heißt, die Logierung trotz 1,5-jähriger Mitvorauszahlung und anderer Liederlichkeiten und. Der eigentliche Vorwurf war welcher? Der Vorwurf, warum du verhaftet wurdest? Nein, der Vorwurf ist der, dass sich der Präsident des Oberlandesgerichtes Linz, Dr. Alois Jung, von mir bedroht fühlt, weil wir seit dem Jahre 2006, und da wir meine ich, der Herr Birker und die Frau Riedelsberger, als auch ich, ihn dazu bewegen wollte, die Erpressungen gegenüber meiner Lebensgefährtin abzustellen, dergestalt, dass der Richter Dr. Lackner meine Lebensgefährtin seit dem Jahre 2001 erpresst, nur Verfahrenshilfeanträge genehmigen zu lassen, wenn vorher unser gemeinsames Kind zum Missbrauch überlassen wird. Ja, bitte. In Zusammenhang mit welchen Vorwürfen? Das war die Vorwürfe sind der sexuelle Missbrauch an unseren Mündel Christopher Wildner bzw. dessen Bruder Christian W.
Wildner, war ein großer Skandal 2004 in Salzburg, Kindesexekution nach Schweden. Und der zweite Vorhalt ist der, dass der Präsident Jung die Causa Wolfhaus dergestalt deckt, dass er diese brandgefährlichen Reihenhäuser duldet und auch auf Richter und Staatsanwälte einwirkt, dass dieses Netzwerk Wolfhaus, zu dem ja auch die Stiftung Christine, Staatsanwältin Christine Kalubski aus Wels bzw. Salzburg, diese Sachen im Zusammenwirken ihrer Stiftungen deckt. Hier handelt es sich um brandgefährliche Reihenhäuser in hoher Anzahl. Eines dieser Reihenhäuser besaß meine Lebensgefährtin. Das Haus wurde um 3.760.000 errichtet, einschließlich Grundstück, Nebenkosten und Fähr- und Entsorgungsleitungen, ist aber keine 10.000 Euro wert. Weshalb? Weil die Firma Wolf erstens wieder den Salzburger Bau- und Feuerpolizeigesetz die Häuser nicht in brandbeständiger, also F90-Ausführung baut. Wolf hat keine Zulassung für diese Hauskonstruktionen und dürfte solche Reihenhäuser überhaupt nicht errichten. Des Weiteren wurden die Häuser vermittelt von Wüstenrodes Immobilienmakler, die haben auch keine Konzession. Und du hast es aufgezeigt und hast kein Echo gekriegt auf deine Vorwürfe? Ich habe das aufgezeigt. Nachdem die Frau Riedelsberger vom Magistrat Salzburg, die ja nicht zuständig waren für dieses Wohnprojekt in Michelbayern, an mich verwiesen wurde und ich als geistiger Vater Landesarchitekturpreis Achenoa Hofgastein erstes Wohnbaumodell Europas in verdichteter Flachbauweise und in Holzbauweise als Fachmann galt oder gelte, aufgezeigt wurde das in UE-Akten des Landesgerichtes Salzburgs, nachdem der oberste Gerichtshof diesen Akt delegiert hat, nach Wels wurde das Verfahren einfach eingestellt. Wir haben hier Brandgefahr im höchsten Sinne, weil ja hier die Firma Wolf nicht brandbeständige Materialien in den Außenwänden, Feuermauern und Decken verwendet, sondern leicht brennbares, weißes Polystyrolmaterial und dadurch sozusagen diese Häuser eigentlich als Brandbomben zu bezeichnen sind. Die Gefahr besteht darin, wenn im Obergeschoss oder im Erdgeschoss ein Brand ausbricht, nicht nur die ganze Siedlung sich selbst einäschert durch den Brandüberschlag und durch die Brandbeschleunigung der Dämmmaterialien, sondern die größte Gefahr ist überhaupt, dass Menschen zu Schaden kommen. Und der Vorwurf, den du sonst mit dem Kindesmissbrauch erhoben hast, und auch wegen der gefährlichen Drohung, das ist alles auf eine Person zugespitzt, die sich jetzt auf diese Weise wehrt, dass du also auf schnellsten Weg psychiatriert gehörst und dass du auf schnellsten Weg aus dem Verkehr gezogen gehörst und dass du am besten mundtot gemacht wirst durch... Präsident Jung hat ein Parallelverfahren bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft anhängig, eben weil er im Zuge der Besprechung auch meine Lebensgefährtin genötigt hat. Es gibt nur eines, und zwar das Kind vorher überlassen und dann gibt es Verfahrenshilfe. Das hat meine Lebensgefährtin, also auch ich, rigoros abgelehnt, worauf Jung erklärt hat, ja, dann beißt sie die Kotze über den Schwanz. Zeuge dabei war der Herr Alfred Birker, der das auch in Form einer Strafanzeige den Strafverfolgungsorganen bis rauf zur Frau Bundesminister zugänglich gemacht hat. Und wie reagiert die Frau Bundesminister? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Die Frau Bundesminister wurde über den Akt Schwedenkinder sogar schriftlich per E-Mail mit Begleitschreiben informiert. Sie hat sich nicht einmal der Mühe wert gefunden, den von uns gebetenen Termin überhaupt anzuberaumen. Das heißt, aktenkundig ist nur dein Vorwurf. Nach 8 Monaten ist der Präsident Jung auf die Idee gekommen, das dir zum Vorwurf zu machen, dass du in einer Flottenformulierung gesagt hast, wenn es so weitergeht, dann wird es ihm gehen mit dem Haider. Wenn ich das richtig gehört habe. Ja, nein, ich habe, Jung wurde von mir mehrmals gedrängt, seine Haltung aufzugeben, um es den Weg frei zu machen, weil widrigenfalls wir die Medien aktivieren müssten und dann haben wir dasselbe Problem, wie wir es bei Appeldauer, Haider oder Gröll hatten. Ich wollte nur vermeiden, dass das noch weiter eskaliert, weil es auch für meine Familie nicht gut ist, wenn ständig Drohungen, Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen von Beamten ausgesprochen werden. Das war nicht der Auslöser, dass ja der Oberamtsrat Karl Dambauer von der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck am Geburtstag unseres Mündels mir gedroht hat, meiner Tochter das Licht auszublasen. Wörtlich? Wörtlich. Vorzeigen? Nein, am Telefon. Also am Telefon. Und ja, dann gab es
auch ein Schusswaffenattentat, wo der Oberstleutnant Scheiböck versucht hat, auf meine minderjährige Tochter eine geladene Waffe anzulegen. Es ist ihm leider nicht geglückt, weil unser Hund den sozusagen entgegengetreten ist und Scheiböck ohne Waffe und Munition geflüchtet ist. Mhm. Diesbezüglich gibt es Akte am Bundeskriminalamt, die auch verheimlicht werden. Und die Waffe ist noch wo? Die Waffe ist in meinem Verfügungsbereich, allerdings nicht zugänglich. Mhm. Das heißt, die Waffe und die Munition ist in meinem Verfügungsbereich. Gut. Jedoch nicht zugänglich. Und was würdest du dir jetzt wünschen, dass die Österreicher, wenn sie davon erfahren, tun? Ja, mal auf die Barrikaden gehen, weil so kann es nicht mehr weitergehen. Ja. Also ich danke dir. 1 Euro monatlich und das 14 Mal im Jahr zu. Ich habe bis heute keinen Euro gesehen und bin praktisch von der Luft. Also von und der hat sich auch noch nie gekümmert um die irgendeiner Weise. Nein. Ihm wurde jetzt für diese Tätigkeit, also dass er sozusagen den sogenannten Konkurs auch abwickelt, vorläufig 1800 plus 300 Euro an Barauslagen und 100 Euro an Barauslagen Pauschale zuerkannt für das, dass er nur gegen mich arbeitet. Mhm. Also das aufzubereiten. Ja, das ist einmal so. Ja, bitte sehr. Lass mal so zusammen, damit du mal siehst, was da alles war. Das ist ja eine Unvereinbarkeit im größten Ausmaß. Im größten Maß. Es gibt meinerseits jetzt einen Verfahrenshilfeantrag zur Schadenersatzklage gegen Herzog. Es gibt weitere. Von wem? Wer hat den gestellt? Meinerseits. Du hast ihn gestellt? Ich habe ihn gestellt, ja. Und zwar mit Datum 15.01. Das war noch bevor das gekommen ist. Das ist 2 Tage später gekommen. Ja. Ich habe es richtig erraten. Die Schadenssumme wird dort mit 227.000 Euro auf derzeitigen Stand beziffert. Von dir in dem Zusammenhang mit deiner... Mit allen Liederlichkeiten, also Betrug, Nötigung, Erpressung zu Kindesmissbrauch, gefährliche Drohungen, Verleumdungen, Urkundenunterdrückung, Existenzvernichtung und dergleichen. Das ist vergleichsweise ein niedriger Betrag, würde ich mir erlauben zu sagen. Ja, man kann nicht überhöht. Es gibt dann noch einen weiteren Verfahrenshilfeantrag zur Widerrufsklage gegen den leitenden Staatsanwalt von Wels, Dr. Franz Haas, der wiederum Geschäftsführertätigkeit bzw. beteiligter Wolfhaus in Deutschland ist, auf Widerruf in erster Linie und zweiter Linie auf Schadenersatzklage gegen den Rechtsträger. Mein Problem ist, ich muss da raus, weil wir sind da herinnen die Hände gebunden, wie man einen Handschein tragen würde. Darum sind wir da und eine Kunde nach draußen.